Wo sie ist, ist immer was los. Gerti Guhl. Es vergeht keine Woche, wo sie nicht irgendwo in München einen Stammtisch hat, wie diesen hier im Oberwiesenfeld. Eine Kultwirtin im Unruhestand ist sie. Und Musiker wie den Egon Vanicek kennt sie seit Jahrzehnten. Glas auf den Egon erheben, alle! Hoch! Hoch! Gerti ist immer lustig. Bei ihr gibt's immer Gaudi. Viele Mädchen, die warten, aber ich gibt's nur einmal für mich. Mit der Gerti unterwegs im Glockenbachviertel. Hier hatte sie fast 40 Jahre lang ihre Wirtschaft, die Fraunhofer Schoppenstube. 2012 kommt das bittere Ende. Der Vermieter verlängert den Vertrag nicht. Nach knapp 40 Jahren muss die Schoppenstube schließen. Ein Nachtlokal, über das sogar die New York Times schreibt. Wo Promis und normale Leute an einem Tisch sitzen. Gerti und ihr Mann Werner sind die Wirtsleute. Und was ich ja toll finde, dass Jung und Alt benannt waren. Mit 18 bis 93 war mein ältester Stammgast. Hier bitte, kriegst du das? Das schmerzt. Weißt du warum? Weil man so eine große Familie verloren hat. An die 7500 Unterschriften haben wir zum Schluss gehabt, die alle für die Schoppenstube waren. Wenn der Morgen endlich graut, hinter dunklen Scheiben. Werner Guhl, der Berufsmusiker in seinem Element. Gerti, die die Wirtschaft schmeißt. Rebellion, Rebellion, in die Karte kommen! Das Glockenbachviertel ist Gertis Schicksalsort. Hier entscheidet sich immer wieder ihr Leben. Sie ist 17, als sie während der Ausbildung in der Gastronomie ihren Zukünftigen kennenlernt. Er ist der Mann am Klavier. Ein begnadeter Musiker, der aus dem Stegreif alles spielen kann. Die zwei gehen ein paar Mal miteinander aus. Gerti ist nervös, blutjung und ein völlig unbeschriebenes Blatt. Eines Abends sind sie im Theater am Gärtnerplatz, eben im Glockenbachviertel. Da geschieht es. In der Pause macht Werner ihr einen Heiratsantrag. Da bin ich richtig erschrocken, weil ich vor dem Mann ja noch Angst hatte. Ich war ja erst so 17, so knapp. Da habe ich natürlich eine Riesenangst gehabt vor dem. Und dann macht er mir gleich noch einen Heiratsantrag. Dann habe ich drauf gesagt, also er hat gesagt, willst du meine Frau werden? Dann habe ich gesagt, nein. Jetzt noch nicht, habe ich gesagt zu dem, weil das war für mich so ein Schock, kann ich sagen, gell? Weil ich habe gar nicht gewusst, wie ich das meine Eltern beibringen soll. Am Ende hat er es doch geschafft. 1964 heiraten die beiden und sind glücklich, bis Werner entdeckt, dass die Welt voll hübscher Damen ist. Liebe kann nicht Sünde sein, und wenn sie es wäre, dann wär's mir egal. 1973 übernehmen die beiden die Schoppenstube. Werner macht Musik, Gerti schmeißt den Laden. Gerti und Werner und seine Bekanntschaften. Die beiden lassen sich 1994 scheiden, arbeiten aber weiter zusammen. Und dann lädt er sie wieder ins Gärtnerplatztheater ein. Da wollte er mich noch mal heiraten. Dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, was ich mit dem mache. Zwei Freunde habe ich gehabt, eine in Wien, die hat gesagt, nie wieder. Der hat dich als Junger hängen lassen. Und dann habe ich noch hier eine ganz gute Freundin gehabt, die hat gesagt, die musst du noch mal heiraten, das ist dein Mann und der hat die Jahre lang hast du den mit versorgt. Und obwohl er da alle möglichen Damen da dazwischen gehabt hat, was weiß ich, ich bin halt die Musiker, die Musiker haben halt überall Chancen, gell? Die singen hin, dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist. Und schon schmilzen sie dahin. 2004 heiraten die beiden zum zweiten Mal. Werner ist da schon todkrank. 3 Jahre sind ihnen noch vergönnt. Sie hat ihren Mann gepflegt, hat die Schoppenstube alleine weitergeführt und ist trotz Schicksalsschlägen nie verbittert gewesen. Und auch im Ruhestand hat sie immer was zu tun. Besuch kommt. Der Kabarettist und Autor Moses Wolf hat mit ihr zusammen ein Buch über dieses Kultlokal geschrieben. Der Titel spricht Bände. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Das Buch geht weg wie warme Semmeln.
Die zweite Auflage ist schon in Arbeit. Die habe ich jetzt direkt vom Verlag gerade geholt. Ich glaube, das kaufen einfach Leute, die halt München mögen oder die sich interessieren für so historische Werke. Da, der Werner, es ist so cool. Und ich freue mich, dass du mir da so geholfen hast, das muss ich dir schon mal sagen. In der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend. Die Jungen, die haben mich alle richtig verehrt, weil sie gesehen haben, dass ich mit einer anständigen umgegangen bin. Auch wenn sie nicht viel Geld gehabt haben, habe ich gesehen, dass die da Hunger haben. Da habe ich einen Knödel mit Soße gestellt und gesagt, ja, habe ich doch nicht bestellt. So, ich weiß doch, dass du es nicht bestellt hast. Aber ich bin froh, wenn es jetzt ein bisschen was ist, dass man nicht umkippst. Die Menschen sind hier halt einfach wichtig. So wie ihre älteste Freundin Ingrid Wagner. Meine längste, meine älteste bin ich, die Freundin von ihr. Also richtig ist, dass wir uns seit wie viel Jahren? 68. Und wie alt bist du? Kennen wir uns, weil ich es als Baby nämlich schon versorgt habe. Gerti ist ein Nachkriegskind und hat schon als kleines Mädel viel mithelfen müssen. Die Nachbarskinder aus der Münchner Katzbachstraße werden zu Freundinnen. Damals war die Welt überschaubar. Man interessierte sich noch füreinander, hat zusammen gefeiert, war füreinander da. Es gibt so viele Erinnerungen, die beide bewahren und die sie auch zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Da hinten ist doch die Gaststätte Hubertus gewesen. Das ist, glaube ich, jetzt ein Grieche. Und da hat doch deine Mama auch drin abgespült und meine doch auch. Und dann haben sie Aushilfsbedienungen gemacht. Und wir Kinder haben dann schon die Gläser zusammen und das Besteck gewaschen. Haben wir da einen 50er gekriegt für 10 Stunden Arbeit. So ungefähr ist uns doch gegangen. Ja, weißt du, Ingrid, ja komm, kannst du traust dann noch mal auf mit deinem Alter. Warte mal schnell, muss das runterziehen? Ja, das ist her. Ach, wenn ich gehalten werde, das kann man. Was sagst du, wenn man alt wird, wird man so kindisch und blöd. Also ein bisschen albern sind die zwei ja noch immer. Und das ist so schön. Ja, so Scherze haben wir ja die ganze Zeit drüben, gell? Alles mögliche. Gerti ist mit Mitte 70 einfach lebenslustig und ständig auf der Ross. Zum Beispiel zur Galerie Angermeier in Haag bei Dorfen. Und dort steht auch ihre geliebte Schoppenstube. Die ist zwar nur sporadisch geöffnet, aber für sie ist es wie Heimkommen. Das gesamte Inventar hat Gerti 2012 für einen guten Zweck versteigert. Thomas Angermeier bekam den Zuschlag und Conny Holzwart, schon damals Schoppenstubenmusikerin, spielt ihr Gerti-Lied. Jetzt rede ich und du bist stark, weil ich was zum Sagen hab. Und wer dann nicht brav ist, ja, der fliegt hinaus. Also es gibt mir schon sehr ab, auf diesen Little sowieso, dass ich hier, wie viele Menschen gibt, die mit Herz in der Schoppenstube waren und jahrelang mir viel Freude und Liebe gegeben haben. Und die anderen, die haben wieder von mir zehrt. Es ist halt das Leben so schwierig. Aber es ist heute jetzt wieder die Schoppenstube, die sehe ich jetzt wieder alles. Jetzt geht's mir schon ein bisschen schlecht. Ach, Gerti. Komm, wir sind uns doch quasi verbunden. Du bist doch jetzt auch im Untergiebig. Gerti Gul muss man einfach mögen. Die Wirtin mit dem großen Herzen. Oh Gott, das ist ja wie in der Schoppenstube. Prost.